Moin Leute, da melde ich mich mit dem zweiten Teil. Paske ist immer noch in meiner Küche. Es ist jetzt nicht, dass er zwei Wochen in der Küche geblieben ist oder eine Woche, sondern... Nee, ich habe im Keller geschlafen. Sehr gut, sehr gut. Das Problem ist, dass das einige nachher glauben. Nein, Spaß. Also, ersten Teil. Ich bin gespannt auf die Reaktion vom ersten Teil, aber wir steigen jetzt im zweiten Teil wieder ein. Also du bist Paske, 30 Jahre alt, warst aktiv in Wuppertal, bis jetzt genau. Hier oben im Norden, auch in der Nähe der Ostsee. Ganz genau. Bezeichnest dich selber als... Demokratischer Antifaschist. Demokratischen Antifaschist. Ganz genau. Könnte ich mich heute auch mit anfreunden? Ich bin Antifaschist, aber ich gehe damit nicht posaunen, aber ich fühle mich heute auch als Antifaschist und auch als Demokrat. Ja. Könnte ich in deine Gruppe eintreten? Ja, na klar. Okay. Und ich glaube, wir haben da sehr viele Parallelen. Wir versuchen auch in diesem Video ein bisschen aufzuzeigen. Im letzten Teil sind wir stehen geblieben. Nazis haben dich angegriffen, du hast dann aufs Maul bekommen. Nase gebrochen, Jochbein gebrochen. Wurde es dann von deiner Gruppe gefeiert? Die einen Leute haben mich dann, ja, warum bist du denn nicht weggelaufen? Dann wärst du den ganzen da entgangen. Und war selber für mich so, im einen Moment schreien sie, Antifa bleibt Handarbeit. Dann halt mit dem Grund dahinter, Nazis boxen und sowas. Und im nächsten Moment wird dann gesagt, warum bist du denn nicht weggelaufen? Selber schuld. So, selber schuld. Und die anderen Leute haben natürlich, boah, endlich mal wieder einen richtig Radikalen, der sich das nicht mehr gefallen lässt. Der sich wehrt. Also eher noch einen Schritt rein in die radikalere. Genau. Es war dann nochmal so. Jetzt geht's um die Recherche. Wo wohnen Nazis? Wo leben? Also wo wohnen die? Wo arbeiten die? Wo arbeiten die? Wo sind die regelmäßig? Und so eine Sachen, dass man halt immer genau weiß, wo sie sich bewegen und so weiter, dass man zum Beispiel Nazi XY auf dem Weg zur Arbeit abfangen kann. Okay, eine Sache, die, glaube ich, vielen Nazis ankotzt, sind ja diese Aufkleber mit ihrem Gesicht drauf. Ihr Nachbar ist Neonazi oder so. Ja. Das kotzt viele an. Hast du auch sowas gemacht? Ja. Ja, das gebe ich ganz offen zu, ja. Ja, aber das kotzt viele an. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, es war zum Teil sehr asozial von mir, muss ich heute sagen, weil ich damit auch, es sind viele Leute von denen, die ich damals geoutet habe, mittlerweile ausgestiegen aus der rechten Szene. Okay. Und natürlich findest du bis heute noch von denen Aufkleber verteilt, die halt noch nicht überklebt oder weggemacht worden sind. Im Internet findest du noch sehr viel über die Leute. Na klar, sind gehört leider irgendwo, ein bisschen mit dazu. Gehört dazu und sind sie auch irgendwo selbst schuld, warum sind sie auch da reingerutscht, so, aber... Ich bin auch selbst schuld, dass ich von Nazis auf die Fresse gekriegt habe oder von anderen nationalistischen Strukturen wie die Grauen Wölfe. War alles, hätte ich mich nicht so gegeben, wie ich war, wäre das so nicht passiert. Ne? Ich wollte ganz anders einsteigen, aber jetzt hast du mir so eine Steilvorlage gegeben. Du hattest mal Konflikt mit Grauen Wölfen? Na, mehrfach. Mehrfach? Also bitte erzähl erst mal die Grauen Wölfe, was sind das? Die Grauen Wölfe sind die drei Sichelmonde, türkische Nationalsozialisten, die... der Schweigefuchs. Achso, der Schweigefuchs, ja. Genau, der Schweigefuchs. Aber wie macht die PKK so gerne? Kennst du es? Nee. Der graue Wolf und die PKK ist ja der Hase. Und der Hase fickt den Wolf. Ist das so? Ja. Okay, ja. Was man hier so alles lernt, ich bin ja in diesen Zeichen nicht so gut, also ich kenne die ganz klassischen, ne? Okay, aber türkische Nationalisten, auch sehr aktiv in Deutschland? Mega aktiv. Mega aktiv. Und ich würde sagen, neben den ganzen Reichsbürgerstrukturen, die mittlerweile sehr groß aufblühen und sich bewaffnen, sind die türkischen Nationalisten mit die gefährlichsten. Ihr seid, aktive Antifaschisten in Antifa-Gruppen oder so, seid Feinde von denen? Und sind das auch eure Feinde? Kann man über Feinde nicht, sprechen? Oder? Nicht von allen. Das ist ja diese Sache in der Antifa. Die einen sagen... Denen ist das egal, dass die auch Nazis sind, weil die sind ja Immigranten in Deutschland, dann ist das halt nicht so schlimm, dass sie auch Nazis sind. Das kann man ja nicht für alles eine Ausrede machen. In der linken Szene schon. Okay. So, weil ich kann doch nicht mich mit den Rechten gleich tun und einen Ausländer angreifen. Na klar, wenn der Ausländer in seinem Kopf genauso braun ist wie ein deutscher Nazi, dann kann ich dem auch aufs Maul hauen. Also ich habe türkische graue Wölfe kennengelernt, die hatten sogar einen Hakenkreuz tätowiert. Ja, genau das ist es. Und wenn man, das ist halt auch von mir... Was ich sehr wichtig finde, Antifas sollten sich auch mal mit dem Dritten Reich richtig befassen.
Es gab eine indische SS, es gab eine afrikanische SS, es gab eine türkische SS, es gab eine griechische SS. Die Italiener waren ganz vorne mit dabei in diesem ganzen... Ne? So, es gab einfach so viele Nazi-Strukturen, die mit Hitler zusammengekämpft haben, weil es ja damals darum ging, jedem Volk sein Land. Ja, es gab ja sogar, der Großmufti war ja, hat sich ja sogar mit Heinrich Himmler oder mit Adolf Hitler sogar getroffen. Genau. Aber jetzt, also ich will jetzt nicht so geschichtlich, weil das blende ich oft aus. Also die Geschichte ist natürlich jetzt ein Teil davon. Ich wollte jetzt auch nicht über den Kommunismus und Marx, Lenin und Stalin sprechen und so weiter. Aber okay, türkische Nationalisten teilweise akzeptiert, weil es heißt, okay, das sind ja Migranten und dann ist das okay, aber das Gedankengut ist ja trotzdem menschenverachtend. Ja, genau, aber das ist halt so dieser Widerspruch in der linken Szene. Ich würde es ja, also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber hole ich mir halt ein bisschen Hate ab, ist schon doppelmoralisch. Ja, na klar. Voll und ganz. Die rechte Szene ist ja auch sehr doppelmoralisch. Ja. Da kommen ja dann hier auch Parallelen raus, dass es da auch dann teilweise doppelmoralisch ist. Mit denen bist du mal aneinander geraten, oder? Das AZ Wuppertal liegt genau gegenüber von einer Moschee. Okay. Und diese Moschee ist unter anderem durch Zwenlau bekannt geworden. Es ist halt eine sehr islamistische Moschee. Ja. Und dementsprechend treffen sich da halt auch sehr radikale Kräfte. Okay. Und wenn wir dann irgendwie im autonomen Zentrum irgendwelche Partys hatten, da saßen natürlich ein paar Leute dann vor dem AZ und haben dann draußen ein bisschen gesoffen und ein bisschen Luft geschnappt. So, und wenn dann gleichzeitig eine Veranstaltung bei denen war, da ist es so oft geknallt, ne, einfach dadurch... Hört man aber gar nicht sowas. Ne. Wäre ja auch schlimm, ne? Darf nicht sein. Genau, Linke, die sich mit Ausländern boxen. Oh mein Gott, das darf es nicht geben. Nein, ganz gefährlich. Und, ne, lächerlich. In meinen Augen völlig lächerlich. Nazi ist Nazi. Und ja, es kann ja nicht nur ein Nazi aus Deutschland kommen. Genau. Oder aus England oder Italien. Der kann oder ja sonst oder aus Polen, Russland. Ja, der kann ja sonst woher kommen, genau. Ja, geht ein bisschen manchmal unter, finde ich auch. Also ist eine Sache, die untergeht, gerade die eigenen Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Okay, haben wir den Sprung wieder gemacht. Auf jeden Fall Recherche, Gewalt, jetzt wird gegen Nazis vorgegangen. Genau. Welche Methoden werden da so angewandt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? So ein AZ, wie sitzt man da zusammen? Hat man auch Angst vor Überwachung der Bullen? Ja, mit wem erzähle ich was? Mit wem mache ich welche Aktionen? Zum Beispiel, wenn wichtige Planungen waren, da kam dann immer als erstes der Leitspruch, Anna und Arthur halten's Maul. Das ist... Anna und Arthur halten's Maul. Und der nächste Spruch ist dann immer... Arthur macht das Handy aus und Anna nimmt den Akku raus. Ah, okay. Also so richtig verinnerlicht hier. Ja. Sabbel nicht so viel Und benutzt das Telefon nicht. Genau. Und wenn es halt dann zum Plenum ging, da gab es dann immer eine Kiste, wo die Handys dann separat vom Akku, also eine Kiste nur für die Akkus und eine Kiste nur für die Handys. Und die wurden dann 2 Etagen weiter runtergebracht, weil wer weiß, vielleicht können sie uns darüber ja doch abhören. Okay. Und ne, das war halt so... Irgendwann ist man halt auch so völlig paranoia, so überall wird man verfolgt und so weiter. Und zum Schluss habe ich halt erfahren, dass es leider auch so ist, wenn man in der radikalen Szene ist. Der Staat achtet da sehr gut drauf. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht den Bogen zur Polizei mache, weil da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen, ja. Okay, ihr achtet auf Sicherheit, nicht zu viel quatschen. Auch sehr konspirativ wie in rechtsextremen Gruppen, in Kameradschaften, geschlossener Kreis, auch eine Art... Gruppe, die, also, oder muss ich mir das vorstellen, das AZ sitzt mit 40 Leuten zusammen. Dann hat man ja sowieso Angst, dass da raus kommt. Genau, es sind immer so 5 bis maximal 10 Leute, die in diesem Plenum sitzen. Weil das ist eine kleine Gruppe, wo jeder auf jeden abgestimmt ist und wo auch quasi jeder immer weiß, was der andere macht. Und von diesem Plenum kommen dann die Hauptaktionen wie Demos, wo dann der ganze Rest sich anschließt. Okay, also wo schon was beschlossen worden ist und jetzt, da macht ihr mal mit. Genau. Gab es die Freiheit, in diesem Plenum zu sagen, nee, das ist mir zu doll, möchte ich nicht? Wird das diskutiert? Es wird diskutiert, aber es gibt halt, wie in jeder Gruppierung, gibt es immer so 1, 2 Alpha-Leute, die halt... am meisten Anerkennung haben. Den Ton vorgeben. Genau, und dadurch können sie sich halt das Recht rausnehmen,
zu bestimmen. So und so ist das. Genau. So und das, müssen wir machen. Sehr ähnlich zu rechtsextremen Strukturen. Ja, sehr ähnlich auch zu. Ich hätte ja mal gedacht, dass besonders. Ich hätte gedacht, das wäre so super basisdemokratisch. Nee. Ist meine Denke, ist mein Klischee. Ich hätte gedacht, da sitzt man auf so einem Sitzsack, eine Bon in der Ecke, Astra-Bier. Das ist, bei Plenum gibt es zum Beispiel Drogen- und Alkoholverbot, damit alle relativ klar beim Plan sind und danach wird sich halt dann wieder gemeinsam die Birne weggescheppert. Also nicht basisdemokratisch, oder? Leider nicht ganz. Es wird immer so vorgehalten, aber letztendlich gibt es halt immer die ein, zwei Leute, die klipp und klar den Weg vorgeben. Das ist so spannend, das so zu hören, weil ich in meinen Gruppen, die ich geführt habe, habe ich nur was zur Abstimmung gegeben, wenn ich wusste, wie es ausgeht. Ja, ich habe vorher so hart genetzwerkt, dass ich wusste, was wir sowieso machen, dass die Leute das Gefühl hatten, okay, wir stimmen jetzt zu, aber ich wusste sowieso, was wir machen. Ja, ganz genau. Kann man das vergleichen, ja? Ja, kann man. Ist sehr ähnlich, aber zu Rockerstrukturen und kriminellen Strukturen ist alles sehr ähnlich. Ja. Es ist okay. Ja, gut. Demos und so weiter anmelden, glaube ich, das brauchen ist jetzt nur nicht der große Akt. Nee. Ist halt immer nur danach die Anzeigen, die man dann kriegt, nachdem man eine Demo angemeldet hat und sie natürlich wieder eskaliert ist. Gewollt? Also ich bin. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Zu diesem, es ist ja der schwarze Block, von dem meistens die Gewalt ausgeht. Und der schwarze Block hat auch wieder zwei Seiten. Es gibt diese Leute, die bereit zu Gewalt sind. Und es gibt halt diese, wir haben die damals immer Riot Kids genannt. Ja. Die eigentlich nur auf Demos gehen, damit es knallt. Die schon deswegen hingehen. Genau. Gut, die gibt es auch, also rein theoretisch linke Hooligans. Ja, genau, linke Hooligans. Okay, also ja, okay, das kann man auch sehr gut übertragen. Also wir fahren wegen dem Abenteuer und wegen der Gewalt zur Demo. Ja, genau. Hast du viel Demo-Erfahrung? Ja. Ja, du grinst dabei schon. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Demos hast du durch? R2 oder R20 oder R50 oder keine Ahnung? Boah, wie viele Demos habe ich? 200-300? 200-300! Es gab eine Zeit, da bin ich von Demo zu Demo. Ganz, also sowas wie ein Berufsdemonstrant? Ja. Ich bin halt dann irgendwann durch den ganzen Streit mit meiner Mutter und so weiter, habe ich dann irgendwann gesagt, mit 18 so, hey Mutter, ich lasse mir von dir ja nichts mehr sagen. Hab mir dann so einen alten Bundeswehr-Rucksack mit 3-4 Unterhosen, 2 Hosen und Adidas Sambas eingepackt. Adidas Sambas, Ehre geht raus. Ja. Ja, klassisch Schuh, habe ich auch. Aber Bundeswehr-Rucksack geht? Ja, noch diese ganz alten aus der 80er. Ja, ich weiß, mit dem Lederriemen. Ja, genau. Aber ja, geht das Bundeswehr? Das geht noch. Das geht. Sobald du einen gegen Nazis-Patch drauf machst, ist das wieder in Ordnung. Dann ist Bundeswehr-Rucksack in Ordnung. Okay. Wie der Bundeswehr-Parker. Wenn die Fahne wieder änderst, darfst du das auch wieder tragen in der linken Szene. Ne? Okay, also ein bisschen Spaß muss auch sein. Ja. Also ich habe ein Interview gemacht mit Axel Reitz, den ich heute auch zu meinem Freundeskreis zähle, der auch ganz toll heute aufklärt gegen rechtsextreme Strukturen. Der hat auch gesagt, er ist ja nachher fast, also er hat sich nur noch den Demonstrationen hingegeben, ist losgereist. Ja, es gab Zeiten, da habe ich Axel Reitz bestimmt 5-6 Mal die Woche gesehen, weil wir immer genau auf den gleichen Demos nur auf der anderen Seite standen. Oh, da bietet sich das ja mal an, Axel und den Pascal mal zusammenzubringen. Ich gehe fest davon aus, dass wenn du dem lieben Axel meinen ganzen Namen sagst und dann sagst, was ich in Wuppertal zu der und der Zeit aktiv war, der wird mich kennen. Ja, spannend. Hundertprozentig. Also, dann das planen wir doch mal für die Zukunft, da mal drüber zu sprechen. Aber okay, also Demo war... Das muss ich jetzt vielleicht so ein bisschen aufbauen. Also viele Menschen, die waren noch nie auf einer Demo. Ja. Die haben noch nie für irgendwas demonstriert oder so. Ich persönlich war jetzt nicht sehr super Demo-Fahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich 20 Demonstrationen in meinem Leben durch habe, ist das, glaube ich, schon viel. Ja, krass. Ich glaube eher 15 bis 20. Also ich hatte nachher schon gar Bock mehr drauf, weil die ersten, weil wenn du da manchmal stehst mit 100, 150 Nazis, stehst da, darfst trotzdem nicht marschieren und sonst was und Bullen machen dicht und dann sind da 5000 Gegendemonstranten und so weiter und du stehst da, fährst da hin, Bus wird entglast oder sonst was. Ja. Das ist alles scheiße, da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Kann ich verstehen. Man fährt ja noch als junger Mensch da sehr idealisiert hin.
Genau, da war es damals noch so dieses, mit der Demo könnten wir es schaffen, die Revolution auszulösen. Wenn wir genug Mann sind, um gegen die Nazis einzustehen, vielleicht schließen sich dann alle Bürger uns an. Schon, also ist dann schon, ich will jetzt echt nicht drauf rumhacken, aber das ist ja auch, da kommt ja das wieder mit Paprika von Leroy wieder ins Spiel, so auch so idealisiert. Ja, genau. Die Masse das erkennen, dass Sozialismus oder was weiß ich. Bei mir war es wie, da kann ich den jungen Paprika sehr gut verstehen. In meinem Herzen bin ich überzeugter Anarchist, weil wer die Menschheit dafür geschaffen, im Anarchismus zu leben, wer ist das perfekte System? Weil Anarchismus bedeutet ja, leben und leben lassen im ersten Content. Jeder darf tun und lassen, was er will, solange kein anderer davon einen Schaden trägt. Was aber diese ganzen jungen Leute nicht bedenken, heißt, dass du dann, dass jeder freiwillig arbeiten geht, in dem, was er gut kann, und wenn du nur Kaugummis aus der Innenstadt rauskratzt. Du würdest der Gesellschaft was beitragen. Dafür kriegst du aber das Essen, das Trinken, den Fernseher, die Konsole, was weiß ich, alles, was du haben willst, solange du deine Leistungen bringst. So, und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Ja, und es ist ja ein sehr utopischer Gedanke. Genau, es ist ja, also wird nicht funktionieren. Man geht vom Menschenideal aus. Genau. Ja, also was weiß ich, 5000 Jahre Weiterentwicklung des Menschen, begrabt alle Waffen. Genau, und habt euch alle lieb und wir sind ja im Frieden, wie gesagt. Es ist ein schöner utopischer Gedanke. Genau. Könnte ich ja auch mich mit anfreunden, aber ich halte ihn für ausgeschlossen. Funktioniert nicht. Ist ganz klar, es würde niemals funktionieren. Ich würde gerne den Sprung machen. Ich weiß, das finden dann Leute wieder einigermaßen blöd, aber funktioniert es denn in so linken Kommunen, die sich funktioniert das? Es gibt in, verbreitet sind es vor allen Dingen die Schweiz und Österreich. Ja. Da gibt es sogenannte autonome Höfe. Das sind kleine Kommunen von maximal 20 Leuten. Und dann ist auch Aufnahmeschluss, weil sie genau wissen, Dann geht's nicht mehr. Und die haben ihre eigenen Bauernhöfe, wo sie selbst Sachen herstellen und sich dann mit den Dörfern halt die Sachen eintauschen. Genau, okay. Aber das ist ja eher, das kann ich auch nachvollziehen und das feiere ich auch, wenn Leute das machen, weil nicht jeder muss Teil dieses Systems sein. Aber es ist begrenzt auf wirklich 20 Leute, die sich versuchen dann auch zu verstehen und alles ausdiskutieren. Und ne, je mehr Leute es sind, jeder, der schon mal in Gruppen drin war, der weiß, eine Gruppe mit 8 Mann ist leichter zu führen als eine Gruppe mit 40. Ja. Ganz so einfach ist das, oder? Ja. Okay, ich habe wieder so viele Sprünge gemacht, Demonstrationen. Ich wollte eigentlich auf die Gewaltplenum oben AZ sprechen. Also, ich versuche das alles wirklich, Leute, habt Geduld mit mir. Ich bleibe jetzt aber bei den Demonstrationen. Warst du mal Teil dieses sogenannten schwarzen Blocks? Ja. Ja. Ganz klar. Wie alt warst du da? Das fing mit 17. Mit 17 bin ich das erste Mal auf eine Demo gegangen mit dem schwarzen Block. Als schwarzer Block. Welche Ausstrahlung hat denn der schwarze Block auf junge Antifaschisten oder? Es ist dieses. Das hört sich für Linke jetzt wieder so böse an, wenn ich das so sage, aber es ist so diese linke schwarze Elite. Es ist ein fester Block, der zusammensteht, sich nicht trennt und gemeinsam für diese Sache nach vorne geht. Wir sind die Harten, die wirklich was machen. Genau. Wir haben keine Angst davor, uns mit Polizisten und Rechten zu schlagen. Wir gehen nach vorne, auch wenn da eine Polizeikette ist, dann gehen wir halt da durch. So, und das war halt so, das fand ich so, oh, die wollen ja wirklich was erreichen. Aber es ist ja trotzdem dann, widerstrebt mir das, was ich in meinem Klischee habe über die linke Szene, dann ist ja doch ein Erheben über die anderen. Ja, na klar. Weil ja doch sehr viel auf Gleichwertigkeit Wert gelegt wird. Ja, aber dann hast du zum Beispiel so im AZ irgendwie ein Punkrock-Konzert und dann kommen da so ein paar Oi-Punks, die so sagen, boah, verpiss dich mit der Politik, habe ich gar keinen Bock drauf. So, und dann sofort, wie, du bist da auch mit Nazis down, du findest Nazis doch cool, verpiss dich. Wie, du bist nicht links, raus aus dem AZ. Ja, ist das so, ja? Das ist wirklich. Aber finde ich, da hat auch mit Toleranz dann wenig zu tun. Also wenn jemand sagt, fuck Politics, ist doch okay. Also, ja, meiner Meinung auch. Eu habe ich auch tätowiert, aus Überzeugung. Weil es gibt Faschisten rechts, es gibt Faschisten links und es gibt auch Faschisten in der Mitte. Und es ist mir egal, von wo der Faschismus kommt, er hat in dieser Gesellschaft keinen Platz.
Meiner Meinung nach. Okay, das kommt ja mittlerweile auch klar bei dir raus. Also, dass es nicht nur um Faschisten aus der sogenannten deutschen rechten Ecke kommt, genau. Sondern es ist egal, wer faschistisch ist, genau. Ist. Der hat sozusagen, den siehst du als Gegner auch. Was heißt Gegner? Ja, oder? Aber es ist, ich finde es halt einen falschen Gedankengang, den die Leute dahinter haben. Wenn Faschismus im Spiel ist. Ja. Okay, aber ist trotzdem spannend für mich, wenn jetzt jemand einen Punk sagt, der ist unpolitisch und sagt so, ja Mensch, lass mich jetzt hier mit deinem Demo-Gelaber in Ruhe, dass man den rausschmeißt. Ja, ist schon krass. Ja. Ist schon krass. Okay, Demonstration, du warst Teil des Schwarzen Blocks. Es geht los auf die Demo, 17, 18 Jahre alt. Polizei? Sehr schnell ein sehr großes Feindbild. Aber das lag halt auch daran, wenn man sich so am Brunnen getroffen hat, nach dem 8., 9. Kasten war es dann natürlich etwas lauter. Dann hatte man noch einen Ghetto-Blaster mitten in der Innenstadt dabei, hat darüber seinen Punkrock gehört oder seinen linken Hip-Hop, das ja sehr provokant ist. Und natürlich kamen dann Ordnungsamt und Polizei und haben gesagt, ey Leute, hier nicht, ihr habt das AZ, geht wieder dahin. Ja, genau. So, und natürlich, als junger Mensch denkt man sich dann so, oh, warum verbieten die mir denn alles? Ich sitze doch nur hier und trinke. Ja, genau, das ist auch mein Brunnen, das gehört uns allen. Genau das. Schränkt nicht meine Freiheit ein. Genau, wir sind doch hier im freien Deutschland, warum kann ich mich da nicht frei verhalten? Weil ich zu dem Zeitpunkt ein Idiot war, der es nicht verdient hatte, durch seine Ansichten Teil der Gesellschaft zu sein. Das ist meine Meinung. Ich finde, wenn man sich selber gegen diese Gesellschaft stellt, darf man auch keine Rechte fordern. Oh, aber muss man auch mal sagen, Gott sei Dank gibt dieser Staat den Leuten ja trotzdem die Rechte, die gegen den Staat sind. Genau. Das genau, ist ja das schon ist mal auch ein krasses Bekenntnis des Staates. Ja, genau. Ne? Also machen viele Staaten auf dieser Welt nicht. Ja? Das ist ja das, was ich jetzt über die Jahre gelernt habe. Ich war immer so, oh, Deutschland muss sterben, Deutschland muss ausgerottet werden, dieses Deutschtum muss, Deutschland ist einfach nur das Böse in Person. Aber wenn man sich mal auf der Welt umguckt, ey Scheiße, wir können so glücklich sein, in Deutschland zu leben, ne? Krankenversicherung, Hartz IV. Krankenwagen kommt, wenn du ihn rufst. Krankenwagen kommt, oder wie ich jetzt im Dorf erfahren habe, oh, du wohnst zu weit von der Großstadt weg, kommt dann einfach ein Helikopter und holt dich ab. Ja. Fuck, in Amerika verreckst du in deiner eigenen Scheiße. Wird immer ein bisschen vergessen, ich freue mich, dass du das erwähnst, weil bei mir kommt dann wieder, jetzt kommt Philipp wieder mit seiner deutschen Tümelei, das hat damit aber nichts zu tun, nee, aber das ist so manchmal, alle, die diesen Staat so verändern wollen, sollen mal gucken, was dieser Staat, diese BRD leistet. Ja. Und da appelliere ich ja auch mal dran. Vielen Dank, dass du das gesagt hast, dann brauchst du mir das nicht vorwerfen, Leute. Also, okay, Polizei auf jeden Fall, weil sie euch vertreibt, klar. Genau. Das ist ja auch bei vielen Leuten, bei jungen Leuten natürlich. Wir haben ja auch so junge Leute, die manchmal Alkohol abends trinken und dann laut Musik anmachen. Klar kommt die Polizei irgendwann 23 Uhr und sagt so, mal Ausweise her, wie alt seid ihr? Ja, genau. Oh ja, scheiß Bullen. Genau, da sind es dann sofort die scheiß Bullen, die einen den Spaß versauen. Und natürlich, auf Demos hat sich das Ganze dann nochmal extrem radikalisiert, weil es ist halt dieses Spiel, du bist da in diesem schwarzen Block und jeder, der das jetzt verneint, ist in meinen Augen, der guck in den Spiegel und red mal mit dir selber und klär das mit dir selber. Der schwarze Block, du hast Bock auf Gewalt. 99,9%. Es war immer so, wenn wir zu einer Demo gefahren sind, geschlossen als Gruppe, wir haben uns schon mit Musik richtig so heiß gemacht. So, boah, heute muss es knallen, heute müssen wir wieder, Autos müssen brennen, Barrikaden müssen gebaut werden, wir müssen die Nazis durch die Stadt jagen. Darf ich das kurz was fragen? Wenn man jetzt sagt, wir kommen, wenn wir an die scheiß Nazis nicht rankommen, dann sind die Bullen dran? Ja. Ist das so? Oder was heißt, dann sind die Bullen dran? Dann müssen wir halt gucken, dass wir die Bullen auf Seite geräumt kriegen, um dann an die Nazis ranzukommen. Also sozusagen die als notwendiges Übel dann die Polizei beiseite, damit wir an die Nazis rankommen. Ja. Ich habe mal was ganz Lustiges gesagt. Ich habe mich ja schon mal mit einer ehemaligen Linksextremisten sehr intensiv unterhalten, die wollte aber nicht vor die Kamera. Und die dann immer gesagt hat, hey, ihr könnt ja sowieso mal froh sein, dass die Bullen euch geschützt haben. Wo ich gesagt habe, hey, die haben euch geschützt, Alter, weißt du? Das ist mir auch irgendwann mal aufgefallen, so. Die rechte Seite schreit, ja, ihr könnt doch nur froh sein, weil ihr von der Polizei geschützt werdet. Ja. Von links kommt dann auch so, bah, ihr könnt doch nur froh sein. Ja. Ohne Staatsschutz werdet ihr nur zu zweit. und so Sachen. Ist ja lustig. So, das ist ja ein geiler Spruch. So, wo ich mir... ja, aber... Aber das zeigt eigentlich, wie eingeschränkt unsere Wahrnehmung mal war. Ich ja auch. Ich habe gedacht so, oh, weißt du, wenn wir 300 jetzt hier losgehen, werden die Leute auch irgendwie uns
Das ist krass, wie das man so. Also nochmal hier auch zwischendurch im Video, vielen lieben Dank, dass du so offen bist. Ich kann mir das vorstellen, was hier Kommentare sind, auch aus der eigenen Community und so weiter. Es ist aber mal einfach, dass man mal drüber spricht, weil es kann ja auch was verbessern. Ganz genau. Du willst ja nichts verschlimmern. Ich möchte einfach, dass auch die linke Szene endlich mal aus ihrer Bubble rauskommt und nicht mehr sie kritisieren, dass der Islam noch im Mittelalter ist oder radikale Islamisten. Oder ich kritisiere das, dass sie kopfmäßig noch von wegen Menschen steinigen, auspeitschen, bla bla bla. So. Und die Linke kritisiert so viel, so zum Beispiel, oh, die Nazis sind ja immer noch im Kopf bei 1939. So, Digga, du bist im Kopf in der Steinzeit in deiner Bubble. Mach doch mal den Kopf an, guck dir die Welt heutzutage an und überleg mal. Aber darf man, hättest du sowas im Plenum ansprechen können und so offen diskutieren? Nein. Das wäre dann Ausschluss gewesen. Das geht mit den Leuten, mit denen ich mittlerweile Politik mache. Ja. Mit denen geht das, aber das ist halt auch, weil wir alle aus dieser radikalen Linken rausgewachsen sind. Oder vielen von uns durch einen sehr harten Schlag im Leben erstmal bewusst geworden ist, was man da eigentlich macht und wie man denkt. Lebenserfahrung. Ja. Erfahrung in der Gruppe. Genau, Erfahrung in der Gruppe. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiges Thema, ne, weil deswegen, wir wollen hier nicht auf jungen Leuten rumhacken, wir versuchen deren Horizont ein bisschen zu erweitern. Wir waren auch mal so, ich war ja extrem verblendet. Ich auch, ganz klar, ich war. Und es gehört ein bisschen Lebenserfahrung nachher dazu, um zu sehen, okay, das ist nicht. Ist nicht alles ganz so rosig. Okay. Ich muss die Themen alle gleich wieder. Ich denke die ganze Zeit noch immer. Anti-deutscher Demokrat, anti-deutscher Kommunist. Da muss ich immer wieder drüber nachdenken. Also, okay, schwarzer Block, auf jeden Fall unterwegs. Die Bullen sind in der Mitte. Jetzt gibt es ja den bekannten Ausschrei, den ich immer so komisch finde, so, dass man sagt, okay, kein Mensch muss Bulle sein oder so. Ja, damit ist halt. Mittlerweile sehe ich es so, egal ob Polizei, Bundeswehr oder andere staatliche Kräfte, sind immer ein Spiegel der Gesellschaft. Du hast bei der Polizei. Durch die Größe alleine, ja. Genau, alleine durch die Größe. Du hast bei der Polizei genauso viele, die links denken, wie rechts denken, nur dass die Rechten halt mehr auffallen mittlerweile. Und du hast halt einen Großteil aus der Mitte. Und natürlich gibt es auch den Polizisten, der dann auf der Antifa-Demo, ah, scheiß Zecke, die hau ich gleich ein. Ja, es gibt es. Logisch. Aber es wird auch auf rechten Demos geben, irgendeinen Bullen, der dann zu einem Nazi sagt, du Faschoschwein, ich freue mich, wenn ich dich gleich kriege. Wird es bestimmt auch geben. Doch, gibt es auch. Weiß ich ja nicht, habe ich ja nie erfahren. Doch, aber das gibt es auch, na klar. Also, ich sehe das auch so als Spiegel der Gesellschaft, bei der Bundeswehr ist es ein bisschen schwieriger, weil die Bundeswehr sehr militaristisch ist und das hat bei Rechten ein großes Thema. Ja. Ne, Militarismus und Uniform und so weiter. Ganz genau. Okay, ich kriege hier gerade das Zeichen, wir müssen einen harten Schnitt machen, aber dieses Video geht gleich weiter. Schnitt. Okay, war ein harter Schnitt. Paske geht weiter. Wir sind nach wie vor in der Demonstration. Rechte denken, die Polizei schützt die Linken. Linke denken, die Polizei schützt die Rechten. Polizei auf jeden Fall Feindbild für alle, die irgendwie radikal oder extremistisch unterwegs sind. Kann man so sagen. Du selber jetzt im schwarzen Block, warst du da jetzt letzte Reihe? Oder? Nein. Okay, dann Steilvorlage, dann leg los bitte. Für mich war es, das sind immer so, ne, als Linker ist es immer noch in mir drin, dass ich sehr auf Wortarten und Wortwahlen achte. Ne? So zum Beispiel so Sätze wie jedem das Seine würde ich niemals sagen. Warum würde ich es nicht sagen? Ja, weil es im Dritten Reich im KZ, ich glaube, ich weiß nicht, in welchem KZ es oben drüber stand. Was? Buchenwald. In Buchenwald. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich es benutze. Und ich weiß, mit meiner Vergangenheit ist das immer ist es kritisch. Ein sehr harter Triggerpunkt. Ja, genau. Aber ich muss das sagen, weißt du, wenn ich jetzt Martin frage und er will wieder drei Extrawürste, weil er seinen Kaffee dreimal aufgebrüht haben möchte und ich soll ihn noch fünfmal links und dreimal rechts rühren, dann sage ich, du, jedem das Seine. Ohne, dass ich einmal im Buchenwald gedacht habe. Genau, aber ist auch menschlich. Ganz ehrlich, fast jeder sagt jedem das Seine, einfach irgendwann mal. Ja. Aber in der Linken, ne, ist das dann immer so, oh, du benutzt Nazi-Speak. Wie kannst du das nur machen? Aber ich sag mal so, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt hier rausgehen, hier in Lübeck, und fragen 30 Passanten, würde ich sagen, nicht einer von denen würde sagen, dass das kritisch belegt ist. Genau, weil
Ich bin auch der festen Überzeugung, dass 29 von den 30 noch nicht mal wissen, dass es im KZ Buchenwald über den Eingang stand. Genau. Weil die einfach nicht so da drin sind. Ja, und da ist aber für mich die Frage, ist das das Thema? Ist das das Thema? Weißt du, also... Es ist ein sehr großes Thema. Es wird immer verlangt, dass jeder komplett über das Dritte Reich aufgeklärt ist. So, das ist so aus der linken Szene so, jeder muss das doch wissen. Ja, was halt viel verlangt, ne? Ist, genau. Ja, genau. Also ich sage das immer so, wenn ich bei anderen aus meinem Freundeskreis und so sehe, die haben genug zu tun mit ihren zwei Kindern, Job, Familie, dann gibt es Streit zwischen den Eheleuten, dann gibt es Streit zwischen den Kindern, dann müssen wir noch in den Garten, wo kommt der Urlaub her, ja. Und dann sollen sie noch abends 5 Stunden über das Dritte Reich lesen. Ja, genau. Haben einige auch keinen Bock drauf. Nee. Und viele Leute, es ist fast 100 Jahre her, ich kann es irgendwo verstehen, dass viele Leute sagen, ja, das ist doch die Vergangenheit, lass die Vergangenheit mal ruhen. Muss man natürlich, die Aussage muss man sehr kritisch beachten, weil man sieht halt immer wieder, dass es wiederkommen kann. Dass es kommen kann, genau. Da muss ja was getan werden, das sehe ich auch so. Und deswegen darf es nicht ganz außer Vergessenheit geraten. Aber man kann es auch nicht jeden Tag auf die Goldwaage legen. Ja, und ich glaube, Leute sind doch überfordert, wenn du ständig damit so kommst und sagst, oh, das ist nicht in Ordnung, ja. Mann darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen, dann sagen die Leute irgendwann so, interessiert mich nicht. Genau. Lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Da bin ich dann raus. Ja, Punkt. Oder? Ja, genau. Ist das auch so eine Erfahrung? Genau, das ist es, ja. Was ist noch Nazi-Speak, bevor wir zum Schwarzen Block zurückkommen? Was noch Nazi-Speak? Boah, da ist eigentlich so vieles. Viele benutzen ja auch so, meine Mutter hat damals immer gesagt so, oh, bevor du dich jetzt da reinmachst, denk dran, Arbeit macht frei. Okay. Ne? Ja. Oh, aber da kriege ich Gänsehaut bei den Gedanken, ja, weil das ist für mich schon so. Aber das sollte schon jeder kennen. Das finde ich auch, was ich ja manchmal noch sage, früher in der rechtsextremen Szene habe ich gesagt, oh, das war die Führerwetter. Aber mir rutscht es heute noch raus und da könnt ihr mich haten, sage ich heute manchmal noch, oh, heute ist aber Kaiserwetter. Und ich bin kein Monarchist. Ich finde die Monarchie scheiße. Ja. Aber das ist so bei mir übergegangen. Mir passiert es auch immer wieder so irgendwie. Aber das ist auch in jedem Menschen fest verankert, so wenn ich irgendwie sehe, dass ein Immigrant sich scheiße benimmt, so, oh, scheiß Kanacke. Kann einem rausrutschen. Ne? So, sollte nicht passieren, weil es halt echt diskriminierend ist mit der ganzen Vorgeschichte dieses Wortes. Aber, ey. Aber rutscht das mal einen richtigen Linken raus? Ja, das rutscht. Ja. Ja, rutscht raus. Und denkt dann, man aber gar nicht. Würde ich jetzt hätte nicht gedacht. Ja, und dann wird das auch immer direkt so ganz hart kritisiert. Boah, was hast du denn da gerade gesagt? Und oh, das Verstand geht ja Mund. Gar nicht. Kannst du direkt zu den Rechten gehen? Ja, so, das so ganz gleich. So, wo ich mir direkt so denke, so. Okay. Oh. Also menschliche Fehler werden auch, das sind ja menschliche Fehler, die passieren können. Ich meine, keiner von uns ist hier fehlerfrei. Ich meine, ich kann mit Fehlern gar nicht mehr Bücher schreiben. Okay, Nazi-Speak, können wir, ich denke mal, wir werden den Paske schon nochmal wiedersehen. Wir werden das heute nicht alles schaffen. Es ist so zu viele Themen, die wir noch machen wollen. Schwarzer Block, genau, du bist nicht hinten drin, sondern du willst vorne Action. Ich war immer in der ersten Reihe oder wenn die erste Reihe komplett voll war, zweite, dritte, maximal vierte Reihe. Wollen alle am liebsten nach vorne und... Nicht alle. Achso, okay. So, es gibt noch so ein paar Leute, die sich dann doch gerne hinten, was ruhiger, bis es dann eskaliert. Aber ich war halt, ne, ich wollte ja diese Revolution nach vorne treiben. Und du hast auch dran geglaubt, jetzt könnt ihr die Revolution starten. Ich habe früher so, ich habe immer zu den ganzen Leuten gesagt, spätestens in 5 Jahren haben wir unsere Revolution. Ich hab's auch gesagt. Spätestens in 5 Jahren. Ja. 5 Jahre später. Spätestens in 5 Jahren haben wir unsere Revolution, Jungs. Hundertprozentig, wir kämpfen weiter. Ja. 5 Jahre später. Ja. Wollen wir überhaupt noch eine Revolution? Bist du immer noch in diesem Kreis gefangen? Darf ich die Frage dir zwischendurch stellen? Willst du noch eine Revolution? Nein. So ändert sich das, oder? Nee. Wohin denn? Aus dieser Demokratie raus, wo es uns so gut geht? Ja, oder so relativ gut geht? Ich hätte... Ich hab den gleichen Wandel durchgemacht. Ich hab mal zu meinen Eltern gesagt, als junger, verblendeter 15-, 16-Jähriger, habe ich gesagt, ich scheiß auf Schule, ich scheiß auf Arbeit, weil ja sowieso in 3-4 Jahren ist hier Bürgerkrieg und dann übernehmen wir das hier und dann... Genau die gleiche Scheiße habe ich gesagt. Ja, genau das. Und dann irgendwann 3 Jahre später hast du gesagt, ja gut, wir müssen jetzt, Parlamente nicht, wir müssen es über die Straße machen und in 5 Jahren, das ist ja, das kannst du ja übereinander legen. Ja, ganz genau das. Und völlig überzeugt, ja, ne? Völlig überzeugt. Man war da so richtig mit dem ganzen Herzen dabei und für einen sah das alles so real aus, weil man diesen Punkt einfach völlig verdrängt hat, dass nicht jeder Mensch so denkt. Genau. Aber da spielt das dann ja rein, weil wir nur in dieser Bubble waren. Ja, genau.
Die gleichen Leute. Ja, die gleichen Leute, die gleiche Scheiße den ganzen Tag labern. Und dann denkt man, alle sind so. So, und von außen lässt man auch nichts mehr an sich ran. Es, hört mal zu, Leute. Es ist Verblendung, man ist völlig verblendet in seiner Ideologie gefangen. Und man will da auch gar nicht mehr raus, weil dieser Gedanke ist ja so wunderschön und es würde uns allen ja so gut gehen. Dann muss ich jetzt rein, in die Frage muss ich rein. Ich persönlich habe mal im Rechtsextremismus mir das dann so zurechtgelegt und habe gesagt, gut, eine Revolution geht nicht ohne Blut. Richtig. Aber wir machen das ja, dieses Blut fließt für was Gutes, um was Gutes aufzubauen. Ja. Gibt's das? Ja, ja. Das gibt's auch in der... Ganz gleiche, bei mir war das immer der Fall. Ich fand Gewalt durch meine Schulerfahrung, dass ich immer auf die Fresse gekriegt habe, von den Leuten, für die ich mich eingesetzt habe. Ich wollte, dass keinem Menschen das Gleiche widerfährt wie mir. Ja. So, weil ich wusste, wie scheiße es mir in diesem Moment ging. Und wenn ich mich dann in andere reinversetzt habe, wie scheiße es denen in diesem Moment dann geht, da bin ich nicht drauf klar gekommen. Ich fand das fürchterlich, dass ein Mensch so leiden muss. Und deswegen habe ich dann immer dagegen agiert. Oder versucht dagegen zu agieren. Okay. Ich versuche es jetzt wirklich. Es ist mein fünfter Anlauf, Leute. Ich weiß, du bist im schwarzen Block ganz vorne. Ganz genau. Polizei steht da. Wie muss man das vorstellen? Was schreibt man? Alerta, Alerta, Antifaschista. Der Standard oder Simo Tutti Antifaschisti. Was? Siamo Tutti Antifaschisti. Siamo Tutti. Klingt wie ein Lachs mit Meeresfrüchte. Genau. Aber was heißt es? Ich meine, es ist italienisch, da bin ich aber gerade nicht ganz bei. Es heißt sowas wie, Achtung, hier kommen die Antifaschisten. Okay, man schreit, man ist aufgepusht, genau. Gruppe, hakt man sich irgendwie ein oder geschlossen, so, transparent. So, die ersten sind ja immer am Transparent und dann auch immer eingehakt, damit man halt nicht auseinandergezogen die Kette werden kann. Genau. Und dann nach vorne drängen. Genau, und dann geht es immer weiter nach vorne und was halt auch sehr gerne gemacht wird, ist dann den Polizisten, die vorne laufen, immer mal wieder in Hacken treten oder mal einen Schritt schneller, den dann schön mit der Fäuste in den Rücken rein. Ja, die haben Protektoren, trotzdem merken sie es. Na ja, gut, und jeder hat ja seinen Mikrokosmos. Ja, genau. Ne? Also egal, ob ich jetzt hier einen Turtle-Anzug anhätte, wie der bei der Polizei so intern auch mal genannt wird, oder wir, also ich weiß nicht, habt ihr auch einen Namen gehabt? Ja. Turtle? Oder? Robocops. Achso, Robocops, ja, wir haben sie Turtles genannt. Und beim Fußball, glaube ich, wird auch oft Turtles genannt, aber könnt ihr ja mit Kommentaren schreiben, in welchen Milieus die wie genannt werden. Aber das wird ja eigentlich so nicht gesagt. Also du sagst hier schon was wahrscheinlich deine Community, also Leute aus... Das wird die Leute stören, ja. Das wird die Leute stören. Weil es ja, weil, also das, was ich als Außenstehender damit kriege, ist ja, ja, wir waren da zum friedlichen Demonstrieren gegen Neonazis und wir zeigen Neonazi-Strukturen, alles gehe ich völlig mit. Und dann hat die Polizei auf uns eingeprügelt. Die haben völlig grundlos. Ganz klar, man muss sich auch immer... Das ist ja der größte Widerspruch an Antifaschisten. Es geht immer um Akzeptanz und Toleranz und man muss sich ja in den anderen reinversetzen, Empathie und bla. Aber dass der Polizist, der zu Hause seine Familie sitzen hat, zwischen zwei gewaltbereiten Gruppen steht... Auch keinen Bock drauf hat. Der bangt um sein Leben. Es ist einfach so. Ein Pflasterstein ist ein Pflasterstein. Ja. Und es ist egal, aus welcher Richtung der kommt. Und auch so ein Helm schützt dich nicht hundertprozentig vor so einem scheiß Pflasterstein. Ja. Geht er gegen deinen Kopf, tut weh. Und wenn du Pech hast, passiert noch Schlimmeres. Ich hab ja mehrere Bekannte und auch Freunde, die jetzt Polizisten sind. Und die sind weit weg von rechts. Aber die sagen wirklich, und dann werden sie manchmal beordert zu Fußballspielen, Demonstrationen und so weiter. Und da haben die schon zwei, drei Tage vorher keinen Bock mehr. Je älter sie werden, es gibt junge Polizisten, die sagen... Natürlich, ne, aber also, die gibt es ja überall. Aber da habe ich Ältere, die sagen, oh, ich muss da schon wieder hin und ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das nicht mehr, mein Körper, mein Dings, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber dann sagen ja welche, ja, da muss ja kein Bulle sein. Ja. Aber was wäre in diesem Staat los ohne Polizei? Das will keiner erfahren. Ich will es nicht erfahren. Ganz ehrlich, auch wenn alle danach schreien, ich war damals auch so ein Typ, ich habe den Staat ja zu 100% abgelehnt. Ich habe die Polizei nicht gerufen, egal was passiert ist. Ich habe Geld auch vom Staat verweigert. Okay, auch noch ein Thema für nachher gespeichert. Und ich habe halt versucht, neben der Gesellschaft herzulaufen und die Gesellschaft trotzdem zu verändern, was halt nicht klappt, weil wenn du kein Teil davon bist, kannst du es nicht verändern. Genau. Aber es gibt ja auch Linksextremisten, die aber staatliche Gelder nehmen. Ja, natürlich.
Warum? Wie wird da argumentiert? Es ist halt so, was ich traurig daran finde, ist, dass diese ganzen Hartz-IV-Antifaschisten, die feiern das dann so richtig. Oh, wir ziehen dem Staat das Geld aus den Taschen. Um ihn pleite zu machen. So, oh, so sagen Richter das. Genau. Oh, dann gehen irgendwann die Gelder aus. Nein, Schwachsinn. Für dich, Idioten, gehen gerade 5 Leute irgendwo auf dem Baum mal lochen, machen sich die Knochen kaputt, damit du mit deinem faulen Arsch dir morgens um 11 einen Hansa in den Kopf reinknallen kannst und über deine tolle Revolution rumphilosophieren kannst. Dann kommt noch ein nächstes Pep und du fühlst dich wie der größte Held. Alter. Das kann ich mir vorstellen, was unter diesem Video abgeht, Leute. Also das hätte ich gar nicht ganz anders vorgestellt, weil also viele Rechte, die auch Hartz IV beziehen, die sagen dann, ja, also sollten am liebsten alle Hartz IV beziehen, um diesen Staat kaputt zu machen und dann bauen wir wieder auf und dann arbeite ich auch. Und ich so, oh, weiß ich nicht, Alter, weißt du, ob du das dazu noch in deinem Leben fähig bist? Genau, das ist. Und ich weiß nicht, ob du einen Staat aufbauen willst. Und aus meiner Kameradschaft waren da welche dabei, wenn die einen Staat aufbauen wollen. Ich sag mal so, die tun sich schwer, hier von meinem 10-jährigen Stiefsohn Lego aufzubauen. Ne? Das hast du halt auch oft so. Irgendwelche Straßenantifaschisten, die dann sich alles Mögliche reinballern, die auch vor zum Beispiel Feuerzeuggas keinen Halt mehr machen. Als Droge? Ja, Feuerzeuggas schnüffeln. Schön hat Feuerzeuggas, so gegen Zahn drücken, tief einatmen, da bist du echt eine Viertelstunde, bist dann völlig neben der Spur. Hm. Mach deine Lunge und dein Kopf völlig kaputt. Wir werden über deine Drogenerfahrungen noch sprechen. Ja. Spielt denn dann eine Rolle? Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Wir sind beim schwarzen Block. Ja. So. Okay, Polizei ist da. Also, es gibt also das, dass man denen in den Hacken tritt und so weiter. Genau. Wir dürfen auch nicht, und das ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, bevor das hier in die Kommentare kommt, es gibt Polizisten, die auch dahin fahren und Gewalt ausüben. Ja, es gibt auch Polizisten, es gibt Polizeigewalt. Das ist nun mal so. Es gibt Polizeigewalt. So. Das ist wie eine große Firma mit 50.000 Angestellten. Keine Ahnung, wie viele Polizisten es gibt. 50, 100.000, ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ja, irgendwie so. Klar gibt es da alles dabei, das hatten wir vorher schon gesagt. Ja, wie gesagt, Spiegel der Gesellschaft. Genau. Und jetzt ist es aber so, das ist dann ja oft immer, wir haben nichts... Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, mit Demonstrationen, dann begibt sich die Linke oder die in so eine Art Opferrolle. Ja. Ist das richtig oder wirkt das nur so auf mich? Nee, natürlich versucht man es so zu regeln, aber es ist ja in allen Punkten. Die Leute, die sich zu der Antifa zählen, die wollen ja nach außen hin so ein gutes Bild von der Antifa haben. So, guck mal, wir sind die Guten, wir setzen uns für Menschenrechte ein und dies, das, jenes, unterstützen Seenotrettung, ist zu unterstützen. Es soll keinen Menschen geben, der im Mittelmeer verreckt auf grausame Art und Weise. Ist ein No-Go in dieser Gesellschaft, die wir haben. So ist das, Leute, das feiern, dass Menschen ertrinken. Genau. Da werde ich heute noch aggressiv und da gibt es dann auch bis heute noch Gewalt, wenn irgendwie jemand in der Kneipe dann sagt, boah, die kommen nur hier hin und können alle nichts oder so. Das sind irgendwelche, die vom Mutti durchgefüttert worden sind, in ihrem Leben noch nie wirklich was geschissen gekriegt haben. Und Glück gehabt haben, dass sie aus Mutti hier in Deutschland rausgeplumpt sind. Genau, und die verurteilen jemanden, der tausende von Kilometern sich durchkämpft und um sein Leben bangt. So. Opferrolle. Ja. Ich muss jetzt die Leute, ich sehe das hier in den Kommentaren. Der schwarze Block kommt, also kann man auch sagen, die kommen auch für Gewalt. Ja. Genauso gibt es ja auch die Krawalla, gibt es bei dem Rechtsextremisten, bevor die Leute das hier vergessen, aber wir reden heute über Linksextremismus, über Antifaschismus und so weiter, wie das abläuft. Aber der schwarze Block ist schon da und wir wollen Krawall. Ja. G20, kann man schon sagen, da waren auch Antifaschisten als Krawallmacher? Ja, na klar. Da muss ich auch, Paprika, falls du das sehen solltest, melde dich bei mir. Wir können gerne mal unter 4 Augen telefonieren, schnacken, keine Ahnung. Digga, mach dir dein Leben nicht kaputt, wirklich nicht. Und was ich dir vor allen Dingen noch sagen wollte, ist ganz wichtig. Du sagst, du möchtest nicht auf den Schirm der Feinde oder auf den Staat. Warum ziehst du deine Kutte an? Warum zeigst du dein Tattoo? Die Polizei weiß, wer du bist, die weiß, wo du wohnst und die werden jetzt schon 1000 Fotos von dir haben, Digga. Ist die traurige Realität. Deswegen schalt deinen Kopf, guck über den Tellerrand. Man kann ja Antifaschist sein. Ja, genau. Man sollte es halt auch sein. Wenn man menschlich ist, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt, aber nur so wenig Menschlichkeit. Ja, jetzt werden wir philosophisch. Gehört auch dazu, oder ja, nicht? Gerne, mach. So, und jeder sollte sich mal vor allen Dingen an die eigene Nase fassen. Okay, ich fasse jetzt nochmal an die schwarze Nase des schwarzen Blocks. Es gibt Krawall, G20.
Klar, ich weiß, da waren Rechtsextremisten. Ich weiß auch, welche Rechtsextremisten da waren aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Das gibt es. Das ist so. Aber wir müssen auch sagen, da war auch der schwarze Block, auch die Demos, die da waren. Genau. Und es sollte ja gehen gegen Antikapitalismus, Antiimperialismus, genau. Gegen Nationalismus, gegen was noch alles? Gegen alles, was böse ist. Okay. Oder was als böse angesehen wird. Okay. Und dann, ich habe da auch ein Video zugemacht, das wurde auch mehrere hunderttausend Mal angeklickt. Ich habe mich da so aufgeregt, wie Leute von so einem kleinen roten Auto, sah nach einem ein, zwei Jahre alten Auto aus, ein Kleinwagen, rotes Auto, Scheibe eingeschlagen, Bengalo reingeschmissen haben. Und das weiß ich nicht, ob das linke, rechte oder einfach nur Arschlöcher waren, wo ich mir gedacht habe, Digga, das bringt gar nichts. Du ruinierst das Leben von irgendeiner Frau, Mann, egal wen oder divers von mir aus. Genau. Das leuchtete mir nicht ein, was da passiert ist. Ja, ganz genau. Da bin ich auch voll bei dir. Wenn ich mir die Videos vom G20 jetzt in Hamburg angucke, es gibt ja dieses eine Video, was aus dem Bus rausgefilmt ist. Kennst du das? Nee. Da sitzen Leute im ganz normalen Nahverkehrsbus und auf einmal kommt so ein schwarzer Block auf denen zu. Und man sieht schon, wie die anfangen, Baustellen auseinander zu knüppeln. Da ist nirgendwo ein Polizist oder ein irgendeiner anderer Gegner. Die sind auf dieser leeren Straße komplett alleine, der schwarze Block. Und die fangen da an, Baustellen auseinanderzunehmen, gehen immer weiter auf den Bus zu und dann fangen die auf einmal an, den Bus zu entglasen. Mit den Leuten drin. Wo die ganz normale Zivilisten, die damit nichts zu tun haben, die wahrscheinlich selber keinen Bock haben auf das, was gerade in Hamburg los ist. Und die werden dann von den Antifas, die sich ja für Menschenrechte einsetzen, in dem Fall muss ich darüber lachen. Das ist weil, paradox, ja. Weil, Digga, dann zünden Bullen Auto an. Ja. Oder auch das nicht machen. Auch nicht. Nein, es soll jetzt kein Aufruf dazu sein, aber. Ich verstehe es, wenn du. Aber denk mal drüber nach. Zünd doch nicht von der hart arbeitenden Mutti, die wahrscheinlich alleine ihre zwei Kinder, weil sie von ihrem Mann sitzen gelassen worden ist, die sich gerade eben so ein Ford Ka oder so leisten konnte. Ja, genau, sowas war das. Ja. So, kauft sich gebraucht ein Auto, damit sie mit ihren Kindern wenigstens ein bisschen mobil ist, ackert sich wahrscheinlich den Arsch wund, damit sie ihren Kindern leisten kann. Und dann kommt irgend so ein Typ, der schreit: Oh, Menschenrechte, und zündet dann so ein Auto an. Ja, und Donald Trump landet und Putin. Und keinen interessiert. So. Die Politiker kriegen davon nicht mit. Ja, toll, aber die arme Mutti hat wahrscheinlich bis heute noch kein neues Auto, weil sie es sich nicht leisten kann. Aber du sagst schon, auf die Straße ja. Auf die Straße, ja klar. Auf die Straße Protest, aber ja. Nicht. Aber bedachten Protest. Hast du selber Gewalttaten gegenüber Polizisten verübt? Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Widerstand gegen die Staatsgewalt sind so ein paar Anzeigen, die ich hatte. So, man hat sich halt nicht verhaften lassen. So, man hat sich immer wieder gewehrt. Wenn man zum Beispiel in eine Ausweiskontrolle gekommen ist, weil man gerade auf dem Weg zum AZ oder so war, dann immer so direkt, oh, was willst du denn jetzt? Warum? Mit welchem Recht kontrollierst du mich denn jetzt? Also gleich gegen an. So, man ist sofort so dieses, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Und natürlich bockt der Polizist dann zurück, weil er macht ja nur seine Arbeit. Ja, genau. Also es würde aber nicht zu Gewalt kommen, wenn man sagen würde, hier ist mein Ausweis. Und das dann ist ja die ganzen letzten Polizeikontrollen, die ich jetzt hatte. Und da habe ich dann einfach ein Perso rausgeholt. Hier, bitteschön. Ah, gut, ja, nichts offen, kein Haftbefehl. Ja, gut, schönen Tag noch. Leute, fertig. Ich glaube, ich habe die Zeit. Ich habe ein Zeichen von Martin bekommen. Muss ich fertig werden? Ja. Leute, wir werden über Polizeigewalt, über Drogenerfahrung vom Paske gleich sprechen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Checkt mal aus, King oder den Kong ist extremistlos. Ihr dürft Kanalmitgliedschaften abschließen bei Patreon und so weiter. Unterstützt uns. Das Buch ist draußen, Hass macht Gewalt. Checkt Paske aus, das könnt ihr auch unter diesen Videos haben. Kommentiert, Daumen hoch, Daumen runter. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.